Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe Gäste dabei. Ja, wir haben Shori wieder aus dem Keller gelassen. Aber er ist noch angekettet, also er kann keinen Schaden anrichten. Das geht ja richtig gut los. Mama! Ich bin aus. Gut. Ja, wir haben jetzt von gestern mal kurz abgebrochen. Das heißt, wir haben jetzt natürlich wieder neue Dailies und naja, wirklich sind immer noch die restlichen von gestern offen. Das heißt, wir haben heute, erreiche eine höhere Stufe, schließe eine tägliche Challenge ab, alias Goldstern, ist Vorkriegsnahrung, wo ich eben gerade einmal Hundefutter gegessen habe, aus Versehen. Ich wollte doch nur was essen, ich hatte Hunger. So, dann schließe ein Event ab, schließe eine tägliche Operation ab, töte 15 Kreaturen und töte einen legendären Gegner. So, seid ihr ready für Daily Ops? Gerade so. Ja, ich studiere hier noch meine Biber. Wieso studierst du deine Biber? Ja, aber der hat gerade Moonwalk gemacht, dann ist er seitlich gelaufen, dann ist er gestorben, dann ist er aber aufgestanden und jetzt läuft er jetzt nochmal weiter. Jo, denn, ne? Und der Hirsch, der läuft hier auch ganz plopp drum. Ich weiß nicht, ob der auf die Biber reagiert oder mein Raiderpunk, keine Ahnung. Das macht mir Angst. Krankheit. Dann wartet mal kurz vorm Eingang und schmeiße ich euch sogar nochmal Lunchboxen. Ja, ich muss noch 2 Level schaffen. Oh. Das wäre? Ja, warte, wem stecke ich denn hier schon da drin? Ja, sorry. Der Große steht hier schon wieder. So. Ah, oh, endlich. Ich sehe dich warum mal schon. Den roten Kopf? Weil der hier viel besser zur schwarz-roten Bruderschaftsrüstung passt, Mensch. Der blaue sieht kacke aus. Da drauf. Ey. Nee, da drauf, Mausi, habe ich gesagt. Hier, das mit dem Rot sieht doch viel geiler aus. Ja, kotzen wir jetzt wegen der Bruderschaftsrüstung. Ach, Mensch, immer diese Bruderschaftsfanatiker und ihr seid beide drinnen, ne? Dann sag doch mal tot. So, dann machen wir hier einmal zack. Tot. Und zack. Und zack. Und kommt schon Konfetti. Ah, wieder kein Konfetti. Ja. Ich hab leider Konfetti bei der zweiten oder dritten gehabt. Okay, seid ihr soweit? Ja. Ich renn mal schon. Dann let's go. It's me! Ich habe den Kontakt zu den Verbindungsgeräten. Aber bin doch Shori. It's me, Shori. jetzt rechts oder links? Welche Seite bevorzugt ihr? Jetzt gehe ich nämlich irgendwie zu irgendwas. Ich bevorzug die Seite, wo ich... Ja, dann hast du es hoffentlich gleich aktiv, weil sonst mache ich dir eine entgegengesetzte Richtung. Das erste Signal wird übertragen. Du warst zu langsam, Maus. Hast du denn auch weitergemacht? Du bist ja auch blöd, ne? Super, ich hab mich schon mal verloren. Ja, ich bin Shori hinterher und der ist hier hinten zu der Seite durchgelaufen. Ja, dann hättest du ja auch abbrechen können und zu mir kommen. Ja, nee, war ich verpuppt hier. Ey, oh, hä? Ja, verprügeln tust du sie aber nicht gerade. Eher verbrennen, ja. Also merkt ihr, ich mach die andere Seite. Ja gut, die andere Seite müssen wir so oder so machen. Die darfst du dann auch gleich aktivieren. Welche also Seite laufst denn du. Wo kam der denn her? Ich spring von oben runter. Ah. Über dir ist ein riesiges Loch. Ja. Alter! Die armen Maulwurfsratten! Ja, so hab ich's den Ball. Brennt, mein Brennt! Ratten, so hab ich's den Ball. Ah, so. So, nächste Kreatur, komm her. Und noch einer. Ich weiß. Explosionsratte. Aua! Noch eine Ratte! Ja, ist ja gut, mein Kleiner, hier. Schade, dass man von denen kein Maulwurfsrattenfleisch bekommt. Wieso brauchst du? Nee, es wäre trotzdem cool. Ja, aber warum willst du denn von denen hier in der Daily Ops, das ist doch Munition besser? Oh. Diskutier nicht mit mir. Okay, ich diskutiere gar nicht mehr mit ihm, Frau Engel. Ja, ist ja auch richtig so. Ja. Rauch hat immer recht. Genau.
Jedenfalls meine. Lassen haben wir mal recht, oder was? Ich weiß es nicht. Deswegen führen Männer Kriege und das nicht mit Frauen. Und verlieren sofort. Richtig. Ah, auf ins Neue verlaufen. Ach, hier kannst du dich doch gar nicht verlaufen. Das ist doch so einfach. Guck mal, ich bin schon da. So, komm, Mausi. Oder soll ich schon aktivieren? Ja, aber nicht mal meinen Orientierungssinn mal geschoriert. Ja, komm. Hier ist es. Hier. Sag mal, bin ich ein Köter oder was? Ich soll einfach der Ausratte. Wow. Ja, ein weiteres Signal kommt rein. Bleib dran, Team. Wir haben es fast geschafft. Alter, die sind so flink hier. Ja, ist ja auch flinken dazu. Ich weiß. Das finde ich ja gerade so cool. Schmeißt du gerade Granaten? Ja. Ach so, okay. Das sieht immer an der Stelle aus. Perfekte Reichweite. Da ist die Blink stehen. Ey, ist auf deine Seite. Wie meine Seite? Ich schieße auf alle Seiten. Ah ja, seitenquer. Ja. Und jetzt habe ich auf Mausi geschossen, weil ich sie nicht gesehen habe. Weil sie da unsichtbar oben drauf sitzt. Und in der Schusslinie. Mimi. Ja, was ist das hier für ein Unsterblicher? Wo? Der hier. Den schieße ich nieder und der heilt sich danach wieder. Dann hast du einen Flammenwerfer-Bug. Das heißt, du hast es jetzt bei jedem. Kenn ich. Verdammt! Hast du eine Nahkampfwaffe? Die funktioniert jetzt noch. Granaten funktionieren auch noch. Ah, ich liebe die Gauss-Minigun. Ja, ich liebe meinen Siedler an schon. Boah, ich war aktiviert. Oh, das Ratte. Okay, die Geräte liefern jetzt wieder da. Tja, das sieht nicht gut aus. Sondern eher ziemlich gefährlich. Danke schon mal im Voraus. Ne. Ja, die fette Maulusratte lässt aber am Leben. Ich hab die nicht gesehen, die war zu flink. Ja, zu flink, das war fett wie Sau, das trotzdem war sie man zu flink. Man hätte die Willi nennen können. Oh nein, die sind wieder im Wassertank gespawnt. Hm. Ah, das zweite Mal schon. Zwei sogar. Na, es sind... Explosionsviecher, kriegen wir den hier irgendwie? Das klappt nicht. Guck mal, halt gerade getroffen. So, da war meine letzte Granate. Ne, ich komme einfach nicht durch das Gitter durch. Ja gut, müssen wir einmal rausgehen und wieder neu starten. Ah, das ist jedes Mal zum Kotzen. Na dann einmal kehrt Marsch. So, was ist denn jetzt hier der Ausgang hier? Lups. Das ist jetzt aber schon das dritte Mal, dass es passiert ist, war Maus? Ja. Das zweite Mal. Bei mir zumindest. Ja, bei mir ist es jetzt schon das dritte Mal. Jetzt sogar einmal schon in der Aufnahme. Ich hoffe, das fixen sie bald. Ja. Und auch immer nur Maulwurfsratten oder Hunde, die da immer festhängen.
Ja gut, dann machen wir nochmal von vorne, ne? Daily Ops. Ja, los. Machen wir hier erstmal Clean Cut, technischen Probleme, ihr wisst. Eigentlich können wir die Folge jetzt auch löschen und nochmal von vorne anfangen. Das wäre wie ein Reset. Eigentlich schon, ja. Nee, aber. Ich muss nochmal Team verlassen und so. Okay. Wegen Flammenwerfer-Bug. Achso, ja. Einmal kurz ausloggen und wieder einloggen. Ich hätte jetzt noch das Spiel neu gestartet. Nee, eigentlich nur Server. Ach, musst du. In der Fotogalerie. Du musst eigentlich nur im Server einmal machen. So, dass der Server dich einmal neu lädt. Dann ist der Bug eigentlich schon behoben. Maus, du kannst gerne wieder zustoßen. Ich weiß. Jetzt habe ich ihn auch verstanden, Jory, danke. Ich darf zustoßen, okay. Aha, aber mit einer komischen Praktik des Turtles entdeckt. Ja, ja, natürlich. Turtle ist bald ohne Geheimnisse. Die sind ja alle bald weltbekannt. Turtle, der Geheimnislose. Ja. So, und jetzt gehen wir dann deine Seite machen, Mausi. Wahrscheinlich liegt das genau daran, weil ich jetzt die andere Seite gemacht habe. Das eine Mal, wo wir dann meine Seite gemacht haben, war es nicht, ne? Ich glaube schon. Ha! So, Shuri ist drin, also let's go. Auf ein neues, haben wir noch nicht gemacht. Anwärter Dodge, stählerne Bruderschaft. Eure Mission, ganz neu hier für mich alles. Boah, Alter, was für eine Location, ist die runtergerast aus, ey. So wie bei mir zu Hause. Ja los, gib Gas, Maus. Gas, 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 Gas. Schneller, 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 schneller. Auf mich zu hetzen, du weißt, wie das letzte Mal geendet ist. Gar nicht? Ich kann so schnell, du kannst schon sehr. Wow. Macht euch bereit. Bitte lache, ey. Ja, Maus. Ja, hallo, ich will ihn da töten und nicht, dass ihr mal eure Leichen da mit Bank schmeißt. Mausi hat halt Hexe studiert. Ich glaube, im Mittelalter wäre ich schon längst verbrannt worden. Die erste, die auf dem Scheiterhaufen ist. Was ich sag, ich dann. Wie eine Hexe! Ich sag, warum dann, kannst du zwischendurch Zahlen addieren? Ja, das kann sie. Hexe, Hexe, Hexe! Aber Hexer gab's auch, ne? Also Shuri, aufpassen. Also ich kann auch nur bis 2 zählen. Mit Brandpässchen hin sogar bis 4. Ja, aber auch nur, weil du so viele Finger hast. Nee, das stimmt nicht. Ich habe halt nur 2 an jeder Hand. Siehst du, und mit dem Brandpässchen hören realisierst du zu viel. Deswegen ja. Da sind wir doof, sonst sind wir beide nicht mal doof. Wiederhole war eine schwere Ausbildung, ey. Mann. Andere und wiederholen. Wie oft bist du sitzen geblieben? Ich bin mal. Nein, ich habe ganze 26 Mal. Oh, Son of Danes, ich mal weg. Ah, ihr bleibt! Ein Signal wurde kalibriert. So, Gas geben, dann schaffen wir es dann auch hin. Hoffen wir einfach, dass die Wassertanks heute mal nicht scheiße zu uns sind. So, den darf ich aber aktivieren, oder Maus? Nee. Zu spät. Fragst mich auch nicht, du Rotzfleisch, weißt du? Ja, ich muss gerade sagen, was brauchst du überhaupt noch? Ich wollte mich absichern. Willst du das aktivieren, mein Schatz? Scheiße. Ich weiß, ich bin ein Arschloch. Bitte hasst mich. Wolltest du das aktivieren, ja, Scheiße? Ich hab schon aktiviert, weil Scheiße für mich war. Da kommt man sich immer so richtig schön blöd vor. So ehrlich. Ich bin halt einfach ein Schnellschießer. Einmal hin, einmal drin. Ja, genau.
Nur deswegen wird es nichts. Stell dir mal vor, eine Frau bräuchte einen Orgasmus, damit sie schwanger werden kann. Ja, dann würde die ganze 11 Mitstufe Welt gehen. Das stimmt sogar. Ich höre ja manchmal meinen Kolleginnen zu, ne? Und dann, naja, was die dann immer so berichten. Ja, jetzt musst du aber auch mal berichten. Wieso soll ich von unserem Sexleben berichten? Weiß ich nicht. Das soll hier noch irgendwann auf YouTube bleiben, ja? Und nicht auf Pornhub. Ich hab jetzt eigentlich nicht vor, von unserem Sexleben zu philosophieren. Also, aha. Und Bumse sitzt still im Teamspeak. Ja, ich bin konzentriert. Ich hab mich ja schon mal so ein Morbusrad im Nacken. Die Verbindung steht wieder. Ausgezeichnet. Aber das war's noch nicht. Ihr müsst euch da einige Aktivitäten mal näher ansehen. Ja, Hans, oder? Du hast da was. Oh, da sind wieder im Tank drin, geil. Ja. Nee, echt? Ja. Doch. Nee, ey, das nervt. War diesmal mehr als sonst. Sogar in allen Tanks. Ja. Also in wen? Der dritte ist leer. Ah, okay, gut, ich sag, nicht so aus. Oh, das gibt's doch nicht. Wie soll man denn die Daily Ops machen, wenn man es nicht abschließen kann? Gar nicht. Na super, der hier hängt hinter mir Länder. Er kann sich nicht bewegen, Alter. Das ist doch kein fairer Kampf. Das passt in die Luft geflogen. Turtle, stinkig. Turtle, stinkig. Deswegen riechst du dir so. Ja, aber zumal, ich krieg ja sogar einen Hitmarker, aber irgendwie trefft das wieder und. Aber da haben wir doch in allen drei Tanks. Echt? Doch in allen drei? Hab ich's richtig gesehen, ja. Hola, El Rata. Komm mal her, komm mal zu Onkel Schmuri. Das Ding kann sich einfach nicht bewegen, das ist zum Kotzen. Ja, aber... Ich hab noch Kürbisgranaten, drei Stück. Kommen wir dann hier an. Ja. Irgendwelche Granaten. Schlotter. Die ich unter Wasser nicht werfen kann. Liebe Befester-Team, also, wenn du schon so eine geile Rüstungsteile machst wie. Ah, einen habe ich getötet mit der Kürbisgranate! Nice! Unter Wasser atmen, dann möchte ich auch eine Waffe haben, mit der ich unter Wasser töten kann. Und damit treffe ich auch nur wieder mich selbst. Jawohl, die nächste ist tot. Ich hab mich sonst getötet. Ah, scheiße, jetzt habe ich keine Molotovs mehr. Ich hab noch Plasma. Ich hab's hier nicht. Ganz ehrlich, scheiß mal auf die 8 Minuten. Ja, darauf scheiße ich jetzt. Das ist mir jetzt gerade wurscht. Ich versuche die jetzt gerade irgendwie rauszutöten. Jawohl, ich habe die nächste. Ich habe leider keine Granaten, deshalb kann ich nicht helfen. Hier jetzt eine Dingsbank, Bastelbank. Okay. Dann könnt ihr euch notfalls auch Granaten basteln. Also mit Granaten geht es, auch wenn es scheiße ist. So, Dynamitpaket. Na, du musst am besten Molotovs nehmen oder so. Nee, ich nehm Dynamitpaket, das hat ein geiler Reichweite. Also, wie ist es? Ach nee, das ist ein Turbodünger. Mit Turbodünger kann ich sie definitiv töten. Mit Turbodünger? Ei, jetzt komm. Ja, jetzt habe ich nur noch Splitter und Splitter bringen nichts.
hätten die Raketen schon längst angetriggert. Jawoll! Jawoll! Egal, abgeschlossen wird abgeschlossen. So, wo ist das Vieh? Hier bei mir. Es läuft! Warum läuft es weg? Ich komme doch gerade erst hin. Weil du stinkst. Ja, schön! Warum läuft denn jetzt weg? Jawoll! Alter. Das macht er auch nicht jedes Mal. Ja, und dann haut er Vieh einfach ab, ey. Ich geh wieder unter die Dusche. Die Mutanten stinken nun mal. Ja, Mann. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst das dann ausschalten. Jetzt das kann ich nicht ausschalten. Mutier ist mir weg. Turtle Durant oder so, keine ja. Ahnung. Das musst du mal erfinden für mich hier. Gegner hauen immer wieder ab. Frank Horrigan, der hat ja auch so ekelhafte Stunken. Wir mussten extra eine, ihn an die fertigste X-01 drin stoppen. So, ja, nochmal mache ich das jetzt aber nicht mit der Daily Ops hier. Raus hier! Ich hab keine Lust mehr! Ach ja. Sammeln. Granatenverschwendung. Die wollte ich wusste doch, das lohnt sich irgendwann mal, diese scheiß Dynamitpaket zu kaufen. Ja. So. Das haben die mit Absicht gemacht. Wir haben noch Nacht voller Gewalt. Ja, ich hab noch Dynamit. Ich hab noch Dynamit. Ich hab jetzt extra Molotovs gemacht. Ja, Nacht voller Gewalt, ne? Weil das wäre der letzte Gegner. Wenn wir gesehen haben mit dem nächsten Update, dann wird's, ach Mann, schon wieder das Endstern an die Döns. Mit dem nächsten Update wird wohl die Karte Grenadier. Alte Grenadier, Jans hier weiter sich angehoben. Eine unbekannte gefährliche Kreatur wurde mal Fun machen mit dem Fatman durch ihn zu. Dieses Ding greift Bugs Kneipe jede Nacht an, wenn wir feiern. Macht doch jetzt schon Fun. Hat einige unserer besten Leute. Ja, aber wenn ich denn sehe, dass ich mit einer Mini-Nuke fast den ganzen Vorhof von Westtech zerstören kann. Können wir ihn also in den Hinterhalt locken? Wir wollen uns ja nicht von irgendeinem Vieh die Laune verderben lassen. Also habt ihr vor, die Zugbox hochzudrehen und da war was Legendäres schon zwischen. Ich bin fertig. Ich musste mich leer machen, sorry. Ah, Madame war sich nicht so gut. Irgendwas an dem Getöse scheint diesem Penner so richtig auf die Palme zu bringen. So, ich hab schon mal angestartet. Wo sonst wär's weg gewesen. Als Belohnung gibt es Bier und Party bis zum Abwinken. Bin ich nicht ein hübscher Delfin? Nein. Warum nicht? Darum. Warum nicht? Du bist ein hübsches Turtle, aber kein hübsches Delfin. Ich bin aber ein Delfin. Nein. Hast du schon mal einen Delfin mit einem Schildkrötenpanzer gesehen? Ich bin ein Delfin mit einem Raketenwerfer. Ja, jetzt kannst du noch wieder wegpacken, damit ich auch mal was abkriege, ne? Okay. Der qualmt da so. Leck! Ah! Wie viele Dinger hast du denn hergestellt? 20. Also das bin nicht ich, Mausi, ja? Ja, ja. Das ist gut. Ja, ist schon alle weg. Ich bin artig. Aber du stehst so doof da, dass ich nicht auf die Tür schießen kann. So, dafür spiel ich jetzt auch jung. Achso. Ja gut, dann stelle ich mich vor Shori, damit ich gleich Shori gleich wieder alles abkriege, ja. Jetzt, Ich bin doch eh noch in Ketten gelegt. Ne? So, und jetzt kommt nichts mehr. Ja, weil ich Banjo spiele. Ich weiß, ich bin so unmusikalisch.
Ja, wow, jetzt ist mein Laser leer. Ne, kommt. Ach, von hinten. Schweinerei hier. Ich denk mir, hä? Wo kommen die denn jetzt nicht? Ich hör's doch hier tappeln. Ne? Ich kann looten, während ich sitze. Ich kann, nein. Ich kann looten, während ich sitze. Er steht erstmal auf. Ja, weil irgendeiner Fleischstücke was danach weggekickt hat. Ich hab nichts weggekickt. Bin unschuldig. Ah, da ist er wieder. Und Korken, yay! Yeah. Einfach halten, einfach halten. Da, 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 da. Ich muss doch ja auch nicht. Aber ich muss. Hast schon wieder 37. Tour? Ich hab schon wieder. Nee, das nicht. Das habe ich hinter mir, hoffe ich. Ich darf jetzt die Aufnahmen fertig machen. Oh, ja! Stopp! So schlimm, die müssen wir eh noch die Rüstung zacken. Wieso, willst du Berserker machen? Nee, ich muss noch eine Menge Dinge reparieren. Achso. Nee, das muss ich auch machen. Boah, Alter, müsst ihr die mir unbedingt um den Schoß legen? Den sollst du mal Popo vollhauen. Böser Ghoul, du böser, böser Ghoul. Der eine kommt hier von hinten an die Kuschel, der andere liegt mir auf dem Schoß. Reload. Ja, und dann kann ich die Mikronkorken und die Glühbirne aus Taschen klauen. Darf ruhig nochmal ein legendärer kommen? Ja, kommt doch am Ende. Erscheinen. Komm hin. Ja, zum Schluss erscheint aber eh einer und der nennt sich Nachbar. Da ist er. Ich treffe ihn nicht, zu viele Digger da drin. Hat jeder? Ich schon. Ja, eine leuchtende Kreatur. Willst du mich hier von da hinten? Ey, das ist ja aber... Immer von hinten hier, das gibt's doch nicht. Und jetzt von vorne, wow. Oder was? Boah, Alter, ich lese euch, schwarz, ich lese euch alle den Bauch weg hier. Das tut doch weh. Nö. Das regeneriert Turtles. Das erregt Turtles. Nee, erregen nicht. Regenerierend. Ist ja ein Vampir. Ich glaube, das erregt ihn. Schönen Dank. Noch nicht mal meine eigene Frau steht hinter mir. Ich stehe vor dir. Ja, deswegen ja. Nee, das stimmt nicht. Du kniest hinter ihm. Ich dachte vor ihm. Ja, was denn du? Sie ist ein Wechselbalg. Sie wechselt ständig. Ach, mal so, mal so. Mal bist du, mal bin ich. Nein, mal. Ich lad nach. Weil ich schon letztens festgestellt, hier seid ihr ein Switcher. Switcher? Der Dominante mal ist der, hier, der Devote. Ich hab grad was anderes verstanden. Was hast du verstanden? Weil ich hab auch was anderes verstanden. Ich hab verstanden, dass wir meine Lutscher sind. Switcher! Wir sind beide Lutscher! Der ist geil. Ich bin ein Lutscher! One-Chop-One-Chops! Hast du ohne Kaugummi für du? Natürlich! Also nie ohne. Lutscher von Chop-One-Chops. Wir können Schleichwerbung. Ah, oh, nee, ey. Der war wirklich schlecht. Warum denken wir eigentlich immer dasselbe? Ich hab keine Ahnung, wir sind selbst geschädigt. Aber gut, nichtsdestotrotz, ne? Machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal kurz Werbung und einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.